Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, vielleicht einen Server zu machen. Hatte sowas schon seit längerem Planung, schon seit ein paar Monaten. Und willkommen zu ein paar Runden QSG. Ich habe es heute einfach nicht mehr zeitlich hingekriegt, mehr aufzunehmen. Deswegen, vielleicht wird das ein bisschen zusammengecuttet, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich heute noch heute habe, weil ich hatte heute ziemlich viel zu tun. Und so weiter und so fort. Darum soll es aber eigentlich gleich in dem Video gehen. Also ich hatte ein bisschen was zu tun und deswegen, ja, wer QSG meine Folgen kennt, so extrem heftig wie das Gameplay, denke ich mal nicht sein, weil QSG nicht so mein Modus ist mit dem ganzen Abgestorben, mit dem ganzen, was weiß ich. Es geht einfach zu quick. Aber dafür ist es trotzdem ganz lustig für Aufnahmen, weil man kann immer entscheiden, wie viel man aufnimmt. Man kann schon fast entscheiden, wie lang die Aufnahme geht. RIP. RIP. Man kann schon fast entscheiden, wie lang die Aufnahme geht, anhand der Rundenzahl. Und das finde ich halt so cool an QSG. Und ja, werde ich mal schauen, wie lang das hier geht. Morgen gibt es dann wieder Bad Wars auf Twitter, denke ich mal, wenn ich das schaffe. Und ich muss ja morgen auch ein bisschen mich ans Vorproduzieren setzen. Aber trotzdem, Leute, alle Videos sind ganz normal produziert. Also alle Videos, die jetzt noch. Freitag kommt ja noch eins, also ihr seht das Ganze jetzt am Donnerstag. Die ganzen Videos, also auch dieses Video, das Freitag-Video, das Samstag-Video und das Sonntag-Video, sind ganz normal produziert wie meine anderen Videos auch. Nur die Videos, die dann in der nächsten Woche kommen, von Montag bis Freitag, die sind halt dementsprechend so vorproduziert. Also macht euch da halt auch so keine Gedanken. Die anderen sind ganz normal produziert. Und ja, so viel eigentlich nur dazu. Er gibt mir zu gute Kombos. Oh mein Gott, ich habe ihn bekommen. Er hat mir too good combos for my life gegeben, okay. Der hätte mir später gefährlich werden können. Gut, so vielleicht nur dazu. Mehr wollte ich eigentlich in diesem Thema nicht sagen. Jetzt wollte ich was anderes ansprechen. Und zwar Igla, das ist ein YouTuber, auch auf Twerion. Und wir verstehen uns relativ gut. Auf jeden Fall verstehen wir uns relativ gut. Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, vielleicht einen Server zu machen. Hatte sowas schon seit längerem Planung, schon seit ein paar Monaten. Aber ich wusste nie, was mit Geld und so weiter ist. Und er hat anscheinend ein bisschen Startgeld. Und ja, Leute, jetzt suchen wir natürlich noch ein paar Leute. Das Forum steht, das heißt die Domain. Also wir haben jetzt kein richtig eigenprogrammiertes Forum. Das werden wir dann erst machen, wenn wir irgendwie gute Developer am Start haben. Dann werden wir vielleicht uns heransetzen, auch mal wirklich so ein Forum selber zu programmieren. Und das wird dann auf jeden Fall fresh werden. Beziehungsweise die Developer werden das dann vielleicht übernehmen. Das wird dann auf jeden Fall nice werden. Das habe ich auf jeden Fall in Planung so, dass wir das auf jeden Fall auch machen werden. Aber noch nicht eben jetzt, weil jetzt geht es darum, dass der Server steht, dass beim Server alles professionell ist und sowas halt. Und das meine ich mit dem abgestorbenen QSG. Genau das meine ich. Und zwar, wie gesagt, wir haben schon das Forum. Könnt ihr euch auf jeden Fall gerne mal durchlesen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und zwar suchen wir dementsprechend jetzt, es wird auf jeden Fall Minigames-Server, es wird Freebuild geben, Freebuild kommt immer gut an. Ich bin jetzt auch nicht der extrem heftigste Freebuild-Zocker, aber man kann es ja einfach mal ausprobieren. Und vielleicht werde ich da ein bisschen trollen, ich werde jetzt nicht alles einfach zergriffen, das heißt, es hat schon Sinn, dass ihr euch da irgendwie eine Base aufbaut oder so. Ich werde nicht alles zergriffen oder so, ich werde vielleicht einfach mal ein bisschen trollen, vielleicht mal gucken, wie das so ankommt, wenn ich dann mal den Server irgendwann starte und wenn dann auch mal ein paar Leute darauf spielen. Werde ich vielleicht so ein paar Troll-Videos darauf machen, wie ich dann so ein bisschen in Trivial trolle, aber nichts Großartiges, Leute. TS kommt natürlich vielleicht, also kommt natürlich noch, aber erstmal geht es darum, dass der Server läuft und ich denke, das versteht ihr. Warum hat der eigentlich einen Premium-Namen? Ist das ein YouTuber? Ich glaube, das ist dann irgendwie ein YouTuber, wo das buggt oder ist generell ein normales Spiel, wo es buggt, aber meistens buggt sowas dann bei YouTubern. Leute, Freebuild ist vielleicht für manche Leute nichts, für manche vielleicht schon, deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf. Die Maps werden größtenteils alle custom gebaut sein, also selber. Natürlich nicht alle, also vielleicht werden wir auch ein paar Maps nehmen, sozusagen die Raid oder so. Wurden ja, die hat Gomme ja oder das Gomme.net-Team ja auch nicht selber gebaut. Solche Maps werden wir vielleicht auch nehmen, sozusagen, zumindest vor allem auch für den Anfang, weil wir wollen ja natürlich, dass der Server auch relativ schnell online geht, aber vor allem dann in Zukunft, so wie es Gomme hat es ja auch gemacht früher, waren fast nur, Maps, die nicht selber gebaut wurden. Lol, ich bug hier rum und werde deshalb sterben. Dankeschön. Gomma hat es ja auch so gemacht, dass früher die meisten Maps nicht selber gebaut wurden und hat dann letztendlich immer mehr eigene Maps gebracht. Und so werden wir es auch machen, werden vielleicht ein paar eigene Maps sozusagen machen. Aber die Lobby will ich auf jeden Fall, dass die zumindest. Ich kann es euch nicht versprechen, aber ich will auf jeden Fall, dass die sozusagen selber gebaut ist direkt. Aber wir werden auf jeden Fall möglichst versuchen, das meiste selber gebaut zu haben. Also ja, deswegen.
das ist auch eine relativ gute Überleitung. Wir suchen in größter Linie, also wir suchen natürlich auch immer Mods oder Supporter, aber das ist eigentlich so das, wo wir uns sozusagen als letztes drum kümmern. Das heißt, am meisten könnt ihr mir sozusagen für den Server einen Gefallen tun, wenn ihr gut programmieren könnt, also gute Devs seid. Heftig! Du, deine Mutter ist heftig. Ohne Spaß. In der Linie suchen wir Builder und Developer, die uns dann die Plugins machen und die Maps dementsprechend bauen. Und später irgendwann, wenn das alles so halbwegs läuft, werden wir uns dann auch um die Mod-Bewerbung und Supporter-Bewerbung vernünftig kümmern. Vielleicht ein, zwei Supporter und Mods werden wir halt schon vorher vielleicht einstellen, dass die uns sozusagen auch ein bisschen im Server unterstützen. Supporter und Mods sind ja auch vielleicht immer so eine schöne Ergänzung zu den Admins. Ja, Igla und ich werden Admins sein. Ich weiß nicht, ob vielleicht Shinigami irgendwie doch im Nachhinein mal Bock hat, mit beim Server mitzuwirken und dann vielleicht auch sozusagen mal die Admin-Leitung übernimmt, dass wir dann sozusagen drei Admins sind. Wird sich dann aussehen sozusagen, aber erstmal Igla und ich Admins und ja, wie gesagt, also noch nicht direkt für Mod und Supporter bewerben könnt ihr natürlich auch, wäre natürlich auch fresh, aber ja, wir suchen in erster Linie erstmal Builder und Developer, damit das überhaupt der Server sozusagen zustande kommt. Dann, Leute, aber es steht noch nicht fest, wenn das Startbild von Igla aus irgendeinem Grund nicht ausreichen sollte, wenn er irgendwann die Server oder den Server nicht mehr finanzieren kann, suchen wir auf jeden Fall entweder Leute, die den Server sozusagen selber hosten können. Es gibt also Leute, die irgendwie Server selber hosten. Entweder solche Leute suchen wir. Schon wieder buggt das bei jemandem. Mann! Wir suchen Leute, die uns ein bisschen was spenden, aber steht noch nicht fest, Leute. Aber Leute, die was spenden, bekommen auf jeden Fall Lifetime Premium, das Safe Call. Das heißt, vielleicht spendet ihr sozusagen weniger, also vielleicht nicht so viel, aber bekommt trotzdem das Lifetime Premium, was früher vielleicht dann noch teurer ist, sozusagen. Also sagen wir mal, ihr spendet vielleicht 10 Euro oder so, was natürlich mega fresh wäre. Und das Lifetime Premium kostet irgendwann später mal, wenn das Server wirklich gut läuft, 15 Euro oder 20 Euro. Wir wollen das Lifetime-Premium noch nicht so hoch wie auf 50 oder so setzen, weil das ja eben noch klein ist, im Aufbau ist, was auch immer. Also nicht, dass ihr euch da an dieser Stelle wundert. Und ja, wir müssen auf jeden Fall Premium zum Kauf anbieten. Wir wollen aber daraus kein Geld verdienen, Leute. Also das dürft ihr nicht sehen. Habe ich mein Konto nicht mehr eingegeben, Leute. Ich könnte mit YouTube schon ein bisschen Geld verdienen, aber ich habe momentan wirklich noch nicht mal mein Konto eingegeben und ja, ich werde dich darüber auch informieren, falls ich mein Konto mal eingebe. Dann werde ich auch ein Video direkt dazu machen und sagen, ja, ich habe jetzt mein Konto eingeben. Ja, also das werde ich euch versagen. Aber es geht darum, dass wir den Server finanzieren können, Leute. Und ja, falls ihr den Server wirklich selber hosten könnt und das auch lagfrei mit einer guten RAM-Zahl und mit guten Slots, dann könnt ihr nämlich natürlich auch gerne anschreiben, dann können wir euch auch gerne bei euch den Server hosten. Dann bekommt ihr natürlich auch irgendwie einen extra Rang. Vielleicht werden wir dann noch so einen Hoster-Präfix oder so eine Scheiße einfügen, sodass ihr dann, ich sag mal, die YouTuber-Rechte oder so habt, dass ihr euch auch nicken könnt und allen Scheiß. Und ja, sowas halt. Wird auf jeden Fall dann fresh werden. Also, ja, aber es steht noch nicht fest, dass wir euer Geld brauchen. Natürlich, irgendwann werden wir Premium zum Kauf anbieten, weil wir euer Geld brauchen. Ja. Und sonst werden wir auf jeden Fall auch viele Gewinnspiele machen, wo ihr das Ganze gewinnen könnt. Und ja, vielleicht werden wir, wenn wir mal irgendwann gar kein Geld brauchen, sozusagen vielleicht mal sogar den Shop vorübergehend offline nehmen oder so, weil, keine Ahnung, mir geht's nicht darum, da jetzt unbedingt das Geld rauszumachen, mir geht's einfach nur um den Spaß und ich hoffe, alle verstehen das und sagen nicht, ja, der verarscht uns eh nur, sondern so soll's im Prinzip ablaufen. Wir wollen Minigames bringen, also erstmal Freebuild, dann wollen wir SG bringen und dann vielleicht noch sowas wie Bad Wars, aber erstmal steht auf dem Plan Freebuild und SG. Da ist sozusagen für jeden was dabei, für den PvP-Spieler SG, für den Freebuild-Spieler Freebuild. Ich bin eher so ein PvP-Spieler, das heißt für mich eher SG. Aber ich, natürlich, wenn ich jetzt auch so einen eigenen Server vor allem habe, werde ich natürlich auch ein bisschen in Freebuild reinschauen, keine Frage. Und es gibt auch genug Leute, die gerne Freebuild abfeiern. Und für die Leute bieten wir da auf jeden Fall was Gutes und für die anderen natürlich SG. Und wenn das alles erstmal läuft auf dem Server, dann machen wir den Server in der Beta. Und dann ist erstmal so ein paar Wochen sozusagen Ruhe, gucken, ob alles läuft. Dann können erstmal die ersten Leute sozusagen das testen. Und dann werden wir nach und nach die Spielmodi bringen. Wir müssen dann natürlich gucken, dass wir dann vielleicht irgendwie Wartungsarbeiten oder so durchführen. Ja, aber es wird auf jeden Fall fresh werden, Leute. Es wird auf jeden Fall fresh! Also wie gesagt, Developer, Builder und vielleicht auch ein paar Donator, die sich gerne melden. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt... Also es steht auch noch nicht fest, dass wir euer Geld brauchen. Das heißt, Donator könnt mich gerne auf Skype anschreiben. Aber ich... und dann werde ich sagen, ich werde mich bei euch melden. Also wenn ihr sagt, ja, ich würde gerne was spenden,
Dann sagt das bitte, dann sagt auch vielleicht so den Betrag, den ihr sozusagen bereit wärt. Aber es steht noch nicht fest. Das heißt, ich sage dann, ich werde mich bei euch melden. Das heißt, ihr schreibt rein, ja, ich würde gerne was spenden, so und so viel Geld. Ja, ich finde das cool. Dann werden wir, also wenn ihr was spendet, dann werdet ihr auf jeden Fall Lifetime-Prämie kriegen. Und wir werden uns was Cooles noch für euch ausdenken. Also es wird nicht das Einzige sein, was ihr dafür bekommt für Lifetime. Also ihr werdet nicht nur Lifetime, sondern wir werden uns was Cooles für euch ausdenken, was ihr dann noch im Gegenzug sozusagen dafür bekommt. Also so soll das im Prinzip laufen. Und ja, so Developer-Bilder und vielleicht auch ein paar Donator müssen nicht, aber in erster Linie erstmal Developer und Bilder. Und dann läuft das ganze TS, werden wir halt wie gesagt ein bisschen versuchen später einzurichten. Erstmal muss der Server laufen. Dann werden wir den, wenn das alles soweit läuft, also wenn wirklich alles soweit vorbereitet ist und alles sozusagen startbereit wäre, werden wir aber erst in so eine Woche oder so oder ein paar Tage Alpha machen. Das heißt, da könnt ihr vielleicht ein paar Alpha-Keys gewinnen und könnt dann sozusagen als Zuschauer darauf exklusiv zocken. Und dann natürlich nur die Teammitglieder sonst noch können darauf sozusagen zocken und dann werden wir das in die Alpha tun und gucken, ob alles funktioniert und dann ein paar Tage später werden wir es dann in die Beta packen und dann wird das Ganze laufen und wenn dann mal ein Spielmodus kommt, dann werden natürlich ein paar längere Wartungsarbeiten durchgeführt, aber das ist erstmal so Zukunftssache. Erstmal geht es darum, dass wir die zwei Sachen eben bringen und dann wird dann vielleicht auch in Zukunft, also es wird jetzt nicht nur SG und Freebuild geben, sondern es wird dann auch in Zukunft mehr geben, nur erstmal diese zwei Modi, dass das Ganze dann auch erstmal wird. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, wir wollen auf jeden Fall alles oder den Großteil selber machen. Natürlich ein paar SG-Maps, die aus dem Internet sind, zum Beispiel Highrise oder so. Kennen, denke ich mal, viele. Mann, ich war viel besser, aber das ist scheiße cool. Meiste wollen wir selber machen. Wir sind jetzt nicht so der 0815-Server, sondern wir wollen schon was wirklich Gutes auf die Beine stellen. Und wäre cool, wenn ihr da wirklich gut bauen könnt oder gut programmieren könnt und uns dabei helfen könnt. Natürlich Supporter oder Moderatoren können sich gerne auch im Forum anmelden. Ihr müsst euch da einfach nur anmelden, dann könnt ihr direkt aufs Forum zugreifen. Also alle ein Forum-Thema erstellen, könnt euch da bewerben, was auch immer. Und könnt mir auch gerne auf Skype Fragen zu dem Server stellen, falls ihr noch Fragen habt. Aber es ist noch nicht, also wann der Server online geht, kann ich euch noch nicht sagen. Aber in nächster Linie, ich wollte ja mal ein FAQ machen. Da werde ich auch in Zukunft noch ein Video zu machen, wo ich dann sage, ja, ihr könnt mir schon mal Fragen stellen. Und dann bitte nur unter dieses Video kommentieren. Also wenn ich dann das Video dazu mache, dann bitte nur unter dem Video kommentieren, dann darunter mit Fragen. Und da könnt ihr dann notfalls auch in diesem FAQ noch Fragen zum Server stellen. Das ist natürlich kein Thema, aber dann natürlich nicht nur Fragen zum Server, natürlich auch ein paar private Sachen oder so und so weiter und so fort. Und ja, wird auf jeden Fall dann fresh werden. Und das feiere ich auf jeden Fall extrem. Und ich denke, das war alles so zum Server. Also wie gesagt, Developer, Bilder und so suchen wir mehr nicht. Das war's. Developer, Bilder. Natürlich Supporter, Mods können sich immer gerne melden. Donator auch. Also ja. Developer, Bilder, Donator sind erstmal der wichtigste Fakt. Ja, aber in erster Linie, also sagen wir es mal so, wir stellen es auf eine Spitze. Also, erster Platz, Developer und Bilder. Zweiter Platz, Donator. Dritter Platz, Supporter und Mods. Natürlich, irgendwann werden die Supported-Mods auch wichtig, aber erst wenn das so vernünftig läuft und alles, dann wird das SS richtig, richtig wichtig. Ja, so viel dazu. Wir wollen natürlich auch, um das ein paar, also dass jetzt nicht die extrem jüngsten Leute direkt ins Server-Team kommen, sondern wir wollen natürlich auch sozusagen ein paar ältere haben, die auch sozusagen ein bisschen Erfahrung damit haben, vielleicht sogar. Und ja, deswegen, also Mindestalter für Supporter haben wir auf jeden Fall auf 13 gesetzt und als Moderator auf 14. Ich denke, das ist im Verhältnis zu anderen Servern sogar noch relativ niedrig gesetzt. Aber natürlich, es kommt immer auf die geistige Reife an. Das heißt, ihr könnt auch 16 sein und wir würden euch nicht nehmen, weil ihr vielleicht irgendwie zu unreif seid. Oder ihr könnt 35.000 Jahre alt sein. Keine Ahnung. Ja, es kommt immer auf die Reife an. Natürlich bei Developer und Builder ist natürlich nur die geistige Reife der Faktor. Alter ist mir dann relativ egal, solange ihr gute Sachen im Prinzip liefert. Natürlich, die Sachen, die ihr dann als Vorteile habt, sozusagen, sind alle im Forum aufgelistet. Das heißt, was ihr für Vorteile als Builder, Developer, YouTuber. YouTuber gibt es nämlich dann auch auf dem Server. Was ihr da habt, das wird alles im Forum gesagt. Ab wie viel Sachen ihr das sozusagen bekommt, welche Voraussetzungen und was auch immer. Ja, also ist alles im Forum aufgelistet. Falls ihr noch so Fragen dazu habt, dann erst bitte ins Forum schauen, ob es dort schon beantwortet ist, eure Frage. Und dann erst stellen, bitte. Ja. Aber die größten Sachen, welche dann vielleicht auch sogar ein FAQ beantworten, es soll natürlich nicht nur ein Server-FAQ werden, sondern ein allgemeines. Ja. Wie gesagt, ich werde halt irgendwann ein FAQ machen, habe ich ja schon mal erwähnt. So, war 9. Ja, eigentlich habe ich schon die 850. Eigentlich könnte ich jetzt schon fast machen. Ist jetzt ja auch Rain. Gut, letzte Runde würde ich sagen. Und ja, also
wenn ihr Developer oder Builder seid, auf jeden Fall erstmal direkt bewerben, Leute. Direkt bewerben. Per Skype könnt ihr mich dann auch mal auf die Bewerbung aufmerksam machen. Also wirklich, wenn eine neue Bewerbung reingekommen ist, ich darüber weiß im Prinzip, dann werde ich direkt nachgucken und wirklich, wir brauchen die einfach. Das ist wirklich essentiell. Wir brauchen euch sozusagen, Leute. Also, ja, das ist sozusagen die Sache. Das ist ja auch ein Community-Server. Ihr könnt daran mitwirken. Ihr könnt darauf zocken. Letztendlich später. Ich meine, es ist noch nicht Safe Call, ob der Server direkt in den Sommerferien fertig wird oder nicht. Ich meine, in den Sommerferien hat man viel Zeit und so. Aber das hat halt auch eben Kova und alles. Und ja, keine Ahnung. Also, ist noch nicht Safe Call, ob er dann und dann fertig sein wird. Gomme leckt gerade irgendwie ein bisschen. Ist mir jetzt auch Wayne. Gehe ich eben kurz auf Tverien oder so. Und mach eben hier die Abmoderation. Ja, Leute. Hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Kleines relativ. Na, bis zum nächsten Video. Bewerbt euch als Developer oder Builder in erster Linie erstmal. Natürlich der andere Rest könnt ihr machen. Aber wie gesagt, das Wichtigste habe ich ja eben gerade gesagt. Gut. Ich bin gehypt auf den Server, Leute. Es wird keine 0815 Server. Ich werde natürlich immer noch auf anderen Server, wie zum Beispiel Tverien oder was auch immer, aufnehmen. Also, Leute, ich werde immer auf Tverien aufnehmen. Keine Frage. Oder nicht immer, aber ich werde auf jeden Fall doch lange, lange Zeit auf Tverien aufnehmen und auf anderen Servern. Natürlich, wenn ich den Server jetzt mache, wird trotzdem noch Daily ein Video kommen. Und es wird alles noch ganz normal sein. Ich werde ganz normal auf den Servern aufnehmen. Natürlich, ich werde dann auch irgendwann mal, wenn der Server sozusagen gut bewachsen ist, auch oft auf meinem Server aufnehmen. Aber sonst, in erster Linie, wird auf jeden Fall das so ablaufen, Leute. Also, ja, es wird sich aber, auch wenn ich den Server mache, so gut wie gar nichts auf meinem Kanal verändern, Leute. Also habt da keine Angst und ja, hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.